Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Plus Rabbids Sparks TV. Im letzten Part haben wir hier erfolgreich das Ding da besiegt und die Tentakel davon kaputt gemacht. Und ja, jetzt ist hier wieder ein bisschen schöneres Wetter, es ist nicht mehr ganz so kalt. Es ist viel geschmolzen, da ist ein Mond. Bitte, was? Was auch immer der hier macht. Und ja, jetzt werden wir hier mal ein bisschen mehr die Welt erkunden. Jetzt sind ja ein paar neue Bereiche offen geworden. Und wenn euch das Projekt gefällt, zeigt uns das durch einen Hoch, Daumen runter oder durch ein Abo. Und gerne durch Kommis. Und joint unserem Discord, wenn ihr Bock drauf habt. Wir würden uns freuen. Schließlich kommen wir noch nicht darauf. Ja. Pilze sind gerade nicht im Angebot, also wird das auch nicht. Da war jemand. Wer bist du denn? Ach so. Ach, das war der Quetschermann. Ja, übrigens, wir machen das jetzt und das sehen wir schon ein paar. Aber wir sehen uns, wenn wir es geschafft haben, wieder. So, dann beenden wir das jetzt mal. Zack. Hey, wie jetzt? Ich auch noch. Du musst alle Gegner besiegen. Das sind also 5. Es geht nicht nur um die Schweine. Das immer eins haben wir. Wir sind noch nicht wieder da, oder? Doch. Warum sind wir wieder da? Weil ich den finalen Treffer machen wollte. So, jetzt machen wir den nach vorne. Da werden Alter, wir haben Bewegungsboost bekommen. Gletscher? Was, Gletscher? Und wir haben es wieder geschafft. So, wo ist der Letzte? Man weiß es nicht. Wir suchen ihn. Ja, gerade hier sind, machen wir das kurz. Beziehungsweise das, was wir vergessen hatten, machen wir jetzt nach. Was hast du vergessen? Es war nie der Plan, dass wir das tun. Vielleicht weißt du ja nicht, ob wir hier, vielleicht war hier auch so eine Eiswand. Vielleicht konnten wir hier gar nicht hin. Das ist möglich. Den Gegner besiegen. Ach, das sind alles nur die Häschen. Oder? Also, die Schweinehäschen. Gut. Ich hole mir noch was zu trinken. Und sie das. Angriff. Ja, jetzt haben wir noch einer versteckt. Glaub's nicht. Oh, ich hab gar nicht pausiert. Ich glaube, ich hab schon wieder irgendwas kaputt gemacht. Sehr gut. Achso, nee, sollte ich ja gar nicht pausieren. Das war das andere Teil hier. Ah. Dann war ja alles richtig. Dann wird Jasper einmal. Raserei. Und nochmal Raserei. Geh auch weg. Auf Peach hier ein Teamsprung. Upp. In dein Gesicht. So. Da sind die ganz hinten auf jeden Fall noch welche. Oh, die können jetzt mal ein bisschen hier zu uns kommen.
macht sogar so ein doofer Sniper hier. Was macht denn der hier? Rein da. Bin dann noch, so das spawnen ja gleich noch ein paar, gut. Gut. Gott. Wir sind gerade beim Thema Kuscheln. Mhm. Und sie hat gesagt, du weißt, dass wir noch aufnehmen, ne? Hä? Ich das dachte, ist doch gerade. Nein, ist es nicht. Habe ich eben auch kurz gesagt, wir sind doch gerade bei diesem komischen Schleimding da. Ach so, ja, wir sind trotzdem beim Thema Kuscheln hier. Und es geht darum, wenn man Filme schaut, mag sie es nicht so, weil dann schläft sie so schnell ein. Ich meine, das kann passieren, nehme ich an. Und wenn man das zu lang macht, dann sagt sie, der wird ja immer so schnell zu warm. Kommt natürlich drauf an, in welchem Monat. In welcher Jahreszeit. Im Winter ist das, denke ich, ganz gut. Im Sommer denkt man nur so, geh weg. Ja. Bei wie vielen Minuten sind wir denn? Jetzt ist mein Timer ein bisschen verstellt dann wahrscheinlich. Tja, du brauchst keinen Timer. Warum? Ich hab einen. Ja, dann sag's mir doch bitte. 7 Minuten 9. Okay. Ist gut, dass wir es beide einfach vergessen haben, dass wir ja noch aufnehmen. Kurz gedacht, dass ich irgendwas verkackt habe wieder bei der Aufnahme, aber nein, habe ich nicht. Ja gut, ich war auch gerade voll bei dem, weil es auch wieder Schweine sind und oh meine. Tut mir leid, ich bin noch ein bisschen übermüdet von gestern. Ja, ich vielleicht auch ein bisschen. Ich bin um 2 wiedergekommen oder so, 2:30 und ich bin heute Morgen auch direkt um 8:30, 9 aufgestanden. Ja, so ist perfekt. Oha. Was, haben wir jemals diese Schweine angreifen sehen? Ja, mehrmals sogar. Hält? Okay. Ist so. Au, au, au. Warum darf sie das nicht verteilen, die Schüsse? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt. Ja. Ach, die können sogar. Oh. Interessant. Reichen die hier noch nicht, die 3? Doch. Nein, doch. Locker. Muss nicht mal alle 3 besiegen. Kannst du mal. Wollte ich erst mal ganz kurz. Wieder. Mit ihr den einen umsliden und dann. Ja. Sucht ja einen aus. Oh ja, okay. Ach schön. Such mir beide aus. Ganz einfach. Ich habe jetzt gerade kurz gedacht, Peach hat geredet. Nein. Also irgendwie ja schon, aber nicht so ganz. Loot. Oh, da ist bestimmt was im Busch. Böses im Busch. Du konntest da nicht mal A drücken. Oh, die Röhre. Was machst du? Da reingehen. Nein, die Röhre, was sie macht. Mich durchlassen. Alter, was gibt's denn hier für Wege? Wir wollten doch den letzten Schweinefühi. Mach noch mal. Alter.
kein Problem. Du sollst ja nicht runter. Kann er ja nichts machen. Hä? Als ob es hier nichts gibt. Ja. Sie weiß. Ist ein hübscher Rückweg oder so, keine Ahnung. Ach, da will jetzt auch was. Ja, dann sagen wir hier auch nochmal Hallo. Fange mindestens 4 Dummbarsche für einen Sieg. Brich Sieg für Trim. Aha, wir müssen 7 schaffen. Wie beim letzten Mal. Haben wir letztens dann auch das Krasse geschafft? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich. Du hast ihn geredet. Hab ich? Ja. Na egal. Darauf, Sportsfreunde. Ihr seht aus, als wärt ihr voller Tatendrang. Bereit für den Flockenbrocken. Dummbarsch-Weitwurf-Wettkampf. Den Flockenbrocken, was? Dummbarsch-Wettkampf. Ihr müsst alle Dummbarsche in den Brunnen werfen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Die 25 Münzen könnt ihr die unvergleichlichen Höhenflüge und Ausschweifungen im Leben eines Profi-Fischweitwerfers entdecken. Und was sagt ihr? Na klar oder nee, danke. Wusstet doch, dass ihr gut drauf seid. Noch ein kleiner Tipp. Spaß mal gegen die Dummbarsche und lassen sie sich besser schnappen. Noch was, wenn ihr zu weit weggeht, dann ist hier auch zu Ende. Also los geht's. Alter. Komm, Jan, 7 ist doch easy peasy. Runter, runter, nee, doch nicht. Runter, jetzt runter, runter, runter. Oh Gott, Jan! 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 Was ist denn los mit dir? Oh, er ist despawned. Oh. Komm schon, 4. Das wird doch wohl machbar sein. Ah. Los, los, los. Da ist doch direkt noch einer. Los. Los, das ist doch machbar. Ich mach ich das. Nicht. Ja, bitte. Komm, einen mehr kriegst du noch hin. Nimm mir die Hand! Ach, du lieber Gott, ey. Oh. Schön. Das ist Sahne, das war dufte, Sportsfreund. Dafür gibt's Gold. Das war sogar gut genug, um Profi zu werden und ein ausschweifendes Leben zu führen. Bis du ausgebrannt bist und einen neuen Job als Herausforderungsvermittler annehmen musst. Nicht mal nah dran, aber ihr könnt es ja jederzeit wieder versuchen. Ich frage mich gerade, ob wir in der ersten Welt diese zusätzliche Challenge geschafft haben. Wir haben keinen Superpreis gekriegt, oder? Achso, doch, hier ich ist es. Ich weiß es nicht. Ich liebe es. Also in der ersten Welt bin ich mir echt nicht sicher. Ich würde es doch haben wir, nicht mehr. Haben wir, ja? Definitiv. Sonst wäre das ja nicht mal als Mission abgehakt. Aber, hä, du musst ja nur die normale Mission schaffen. Das ist ja nur zusätzlich das andere, oder? Ich glaub nicht, weiß nicht. Naja, wenn wir zur Welt 1 zurückgehen, da war doch noch ein Kristall. Ja, aber in diesem hier ist doch immer nur Geld drin. Aber Geld, Jan. Es ist Geld. Ja. Ja? Ja. Das sagt schon alles. Gut, da wollte ich aber sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir... Oh, den hat sich gar nicht angesprochen. Haben. Ich dachte, wir finden den Hasi... Schwein. Merkurier. Ich habe in meinen Pinguinfreunden Verstecken gespielt. Aber das in wurde... den Pinguinfreunden. Ja. Aber das wurde langweilig und jetzt will ich lieber Pirat spielen.
Das Problem ist nur, dass sie sich immer noch verstecken. Könnt ihr die drei Pinguine finden? Sie sind hier irgendwo am See. Wenn ihr einen findet, dann werft ihn einfach auf das Schiff. Damit wir unseren Piratenabenteuer beginnen können. Ihr könnt jetzt rauskommen. Ich weiß ja nicht, ob die das wollen. Ingi Tims, wo seid ihr? Da ist so einer, oder? Na, doch nicht. Bist du denn, Stinktier? Wo sind Sachen? Na los! Die Frage ist auch, wie weit verstreut die sein können. Naja, hier am See hat er gesagt, also ich nehme an. So weit. Weiß es nicht. Sind die aber nicht. Und hier unten war das. Wie heißt denn dieses Ding? Glaub nicht das. Aber hä, musst du irgendwas drücken oder kann man das schon schaffen? Weil es ist doch nix. Nix ist hier. Ja, wir finden unterwegs bestimmt. Oh, dumm! Dumm! Ich hab's Patschen gehört. Das heißt, wir müssen durch die Löhre da links. Und da ist gleich alle drei? Man weiß es nicht. Ich bezweifle es, aber das sind die aus Mario Fan 60. Ich habe irgendwie, dass das Schloss so ein bisschen auch das mit Hasen ist. Wie Mario-Film. Ich glaub's nicht. Mit Hasen? Ich meine mit den Pinguinen. Mit Hasen? Jetzt wissen wir auch, warum hier diese Kackdinger sind. Oh, was stand da? Ach, wegen Fangen wahrscheinlich. Aufheben stand da, glaube ich. Ey, du doofes. Wusstet ihr, dass Jan Profi im Fangen ist und sich gern Kopf anschlägt? Falls nicht, wisst ihr es jetzt. Ja, dafür ist das hier. Runter. Und da war Marvin gerade sehr laut. Ja. Alter. Patsch, patsch. Oh, du bist ja aber ein Süßer. Oh, du bist ja ein Süßer. Ja, die vier Quetscher, Mann, tut mir doch leid. Die anderen müssen auch hier sein. Hey, da ist ein dickes Ding. Hinter dir ist ein dickes Ding. Das müssen wir kaputt machen. Da. Wie bist du da reingekommen? Man weiß es nicht. Alter. Ich wette, mit Jana muss auf dem Baum sein. Nee. Ja, das auf jeden Fall. Aber irgendwer muss auf dem Baum sein. Ihr müsst da noch Bäume geben und Büsche. Der Busch da vielleicht hinter dir? Da ist auf jeden Fall noch ein Quetscher. Oh ja. Der selber, den wir schon mal gemacht haben. Ja, egal. Bis gleich. Gut, aber den letzten. Der Pinguin kann nicht weit sein. Da müssen wir gar nicht zurückbringen. Ist der Pinguin vielleicht da oben? Also nicht da oben, aber. Vorhin, da konnte man doch diese Leitern hoch. Keine Ahnung, wo der ist. Hier links. Das ist nicht links. Da hoch, dachte ich vielleicht. Hoppala. Weiß nicht, ob die alle hier schon an einem Punkt sein werden. Ja, also. Ich hör's. Oder ist das ein Vogel? Vogel. Also. Ja, gut, nee. Oh. Alter, blaue Röhre. Das ist ein Bonus. Hier kann man runterspringen. Hier wird er irgendwo seine. Ding, glaube ich, vielleicht. Ding, ding, dong, dong, ding, ding.
Wir finden dich, auch wenn es das Letzte ist, was wir tun. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Ah, jetzt kriegen wir dann wahrscheinlich auch noch einen Spark. First try. Hoffen wir es mal. Yes. Tada. Gut, haben wir das hier auch schon mal. Hast du irgendwas weggedrückt? Ich weiß nicht, was das stimmt. Willst du ja eh nicht angucken, also egal. Ja, jetzt im Moment nicht, das stimmt. Aber bei dem letzten Mal, als man das gemacht hat, hat man halt einen Spark bekommen. Naja. Was machen Sie? Warum ist das jetzt nicht, ne? Was soll hier sein? Irgendwie Tim. Nee. Da gehen wir gleich weiter, mach erstmal die Mission. Ja. Da würde ich auch nicht weitergehen, ja. Ich wollte jetzt erstmal den letzten Pinguin noch haben wollen. Nee, wir suchen den dann. Ich weiß nicht, ob nach der Mission hier noch so viel Zeit ist. Ja. Das notfalls pausieren wir und dann sehen wir die Stelle, wo er ist. Wenn es jetzt nicht irgendwo ganz weit weg ist. Ach du Heilige. Todtragödie. Erreiche den Bereich. Keine Eskorte, aber erreiche den Bereich. Wo ist der Bereich? Da links. Links sind ein weiter Weg. Ja, am halt kommt. Oh, da sind neue Gegner. Da, mach mal nochmal, da ist ein neuer Gegner. Wasserknecht. Schock und Schock ist gut, ja. Sehr schockierend. Ja, die Frage ist, wen wir mal mitnehmen. Also, wer wird Pichat Schock, glaube ich, oder? Oder ist der andere Schock? Ah, ne, ist auch ein Schock. Aber der ist der Schock-Schock, also der ist der richtige Schock. Das andere ist so ein Fake-Schock. Das ist eine sehr gute Frage. Aber den Schock-Schock, den würde ich erstmal... Oh. Ich werde jetzt erstmal verstärkt, weil der ist noch Level 1. Oh, wir haben auch einen Trank. Beim nächsten Level kannst du theoretisch einen Trank benutzen. Oder du nutzt die erst, weil die Tränke würde ich vielleicht später machen, weil ja. Bei dem nächsten Level brauchst du halt noch mehr. Gefühlt 400 wahrscheinlich. Na dann, aufi! Ich habe gerade gesehen, Nintendo hat gerade den Part hochgeladen mit dem Zwischenboss dieser Welt. Mhm. Links oder rechts? Wo soll's lang gehen? Ja, links geht's nicht lang. Müssen rechts. Schade. Flieg, Rabbit Peach, flieg. Beziehungsweise. Ja, beide. Schaffst du. Ja. Da links. Nee, ist schon gut. Ist der perfekt. Wer hatte den Elektrospark? Yes.
Reicht leider noch nicht ganz. Ja, aber der Dicke wird jetzt halt leider zur Sache kommen, sag ich mal. Ja, dann ist das halt so. Warum muss ich da so lachen? Weil du kindisch bist. Nee, das finde ich nicht nett. Ist ja offensichtlich so. Das ist nicht kindisch. Das ist eher jugendlicher Adrenalin. Mir auch. Ja, ist okay. Er macht die jetzt aber immer alleine tot, ne? Ja, warum nicht? Kann er ja. Tom Tendo hat einfach auf dem Zwischenboss Part Majora's Mask als Thumbnail mit draufgepackt. Mhm. Ich werd nicht mehr. Ja, jump. Hä? Muss man da runterspringen oder wie ist das? Natürlich. Weil da nicht so ein Springding ist. Nee, muss man auch nicht. Muss halt in die Brücke lang. Ach, die hab ich nicht gesehen. Und warum kommen ja auf einmal diese Wassergegner? Das, was, ich hab keine Ahnung. Warum sieht das hier aus als... Weiß ich nicht, es ist komisch. Für mich sieht das gerade so aus, als wäre es ein vertrocknetes Meer, aber... Nee. Komisch. Ich bin verwirrt. Pass auf! Oh Gott, nicht runterfallen. Los, ja, yes. Sehr schön. Landeanflug. Landeanflug. Ich hatte heute nicht mehr alle Tassen im Schrank. Über 11 Minuten Sprachnachricht. Ja, siehst du mal. Ich hab gesagt, sie soll Podcasts machen. Die Gegner sind auch überfordert gerade. Campen einfach alle, weil die nicht wissen, wer da hier alles auf dem Weg ist. Die haben Angst. Ja, Rabbit Mario sollte schon mal Jump Up Superstar machen, würde ich sagen. Ja, bis dahin kommt der gar nicht. Das musst du überlegen, weil der eine kann dann auf jeden Fall nicht springen. Brauche ich jetzt nicht so lange für zum Überlegen. Ungesehen. Was haben sie denn vor? Meinen vielleicht nicht so gut, aber den dahinter dafür umso mehr. Nein! Die anderen leben ja noch. Gut. Nein, der hat ja auch... Naja, doch, hat mehr Leben. Sah nur so aus. Entspann dich!
Au. Halt. Nein, unser Schutz. Oh. Oh. Die können uns schleudern. Ja, ihr könnt es jetzt schon schaffen, glaube ich. Oder? Ah, wird eng. Ja, doch, das müsste gehen, wenn wir mit Peach. Ah, ne. Doch, du kannst doch mit ihm springen. Ah, ne, der kann sich nicht mehr bewegen. Scheiße. Trotzdem, oder? Das wird eng. Ne, doch nicht. Wir können mal ein Massaker machen. Zu halb. Ja, okay, doch nicht nur halb. Wer hat da Angst? Hat der eine weiße Zunge? Nein, so. Gute Nacht. Fehler. Fehler. Du. Ey, gehen Sie aus dem Weg. Geil. Sehr gut. Ach, schön. Brauchen wir noch den letzten Pinky, Tim, ne? Ja, den finden wir jetzt auch noch. Pinky, Pungu, Pango. Wenn ich jetzt wieder hochgehen müssen, dann glaube ich zu weit weg schon. Ja, das glaube ich auch nicht. Wir müssen Ausschau halten nach etwas Blauem. Oder nach dem Patschen. Oder nach Patschen. Patsch, patsch, patsch. Wollen wir kurz pausieren? Ich will halt nicht pausieren, weil ich nicht weiß, was wir hier vielleicht finden oder auch nicht. Achso, stimmt. Sag her, was willst du jetzt noch? Da unten? Nee, da unten ist auch nicht. Hast du den Busch da angesprochen? Ich hatte die Büsche ja alle angesprochen. Also einer war ja, hier, noch mal. Einer war da hinten. Das hatten Richtig, wir, dann, das hatten wir danach schon einen. Gemacht, Flo. Ja? Irgendwie hier oben müsste noch was sein, vielleicht. Geh doch weg. Wir haben noch nicht alle Bücher angesprochen, guck doch mal, es sind so viele. Der wird doch nicht in der Höhle sein. Ja, auch nicht, hier im Baum. Oh, da ist er. Da ist er. Aha. Geil, dann haben wir noch einen schönen runden Part. Und mal sehen, was jetzt passiert. Machen die jetzt Piraten spielen? Ich hoffe es mal. Lass sehen. Oh nein, ich will es doch nicht sehen. Gut, was auch immer wir hier getan haben, würde ich sagen, sehen wir im nächsten Part von Let's Play Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Ansonsten, wie gesagt, gerne Bewertung da lassen, Abo, Kommentar, alles Mögliche, würden wir uns sehr freuen. Und beim Beitreten unseres Discords auch. Würde ich sagen, verpasst den nächsten Part nicht, dann werden wir sehen, was die hier angerichtet haben und was noch so in dieser Welt lauert. Deswegen nicht verpassen, Like da lassen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.